Ja, es wird's. Es wird toll. Ja, eins ist auf jeden Fall klar, wer verliert, darf morgen die Heimkehr antreten. Apropos Heimkehr, so heißt übrigens auch das Schiff unserer Gäste heute. Marlene und Bert Frisch haben nämlich ein Schiffchen, mit dem sie schon über den Atlantik die Kolumbusroute abgeschippert sind. Herzlich willkommen. Vielen Hallo, Dank. Vielen Dank. Bei so viel Segeln über die Weltmeere, haben Sie da nicht irgendwann mal genug von so viel Wasser und Meer? Nee, kann man nie. Kann man nie genug haben. Wenn der Virus einmal da ist, hat man ihn, glaube ich, immer. Weil die nächste Tour steht jetzt schon wieder vor der Tür, ne? Die ist schon fast in Gange, ja. Ja. Wir sind quasi, haben schon angefangen und haben für uns noch mal einen Zwischenstopp eingelegt, so ungefähr. Einmal kurz Stopp in Rendsburg, genau. Wir schnacken noch drüber, aber erstmal wollen wir so ein bisschen ergründen, wo kommt bei Ihnen diese Leidenschaft fürs Wasser her? Bert, Sie sind auf Borkum geboren. Mhm. War das schon als Kind in der Kindheit klar, dass Sie mal quasi Seemann werden wollen? Ich denke, ich hatte gar keine andere Chance, denn das Haus, in dem ich geboren bin, steht ungefähr so 60, 70 Meter direkt von der Wattkante weg. Also mein Kinderzimmer, wenn ich denn damals schon ans Fensterbrett gereicht hätte, ich hätte nur Wasser gesehen. Also ich glaube, ich konnte nicht anders. Seefahrer in der Familie, aber jetzt nicht. Ja, auch das noch. Ja. Ja. Vater, Marine und immer Boote und überall. Alles klar, genetisch auch vorbelastet. Absolut, ja. It's in the Genes, ja. Aber Sie sind ja aus Friese, fehlt Ihnen da nicht der Deich? Ja, das schon, ja. Aber wenn wir im Atlantik fehlt, dann mir zweifellos. Aber wir leben jetzt ja an der Oste, da ist wieder einer. Da ist wieder einer, wunderbar. Sie waren 27 Monate unterwegs, haben 15.000 Seemeilen zurückgelegt und 43 Länder gesehen. Ich finde, da sollten wir einfach mal mit in See stechen. Wenn man so im Schiff rumlaufen kann, ist Flaute. Zwei Menschen. Eine Leidenschaft. Bert und Marlene Frisch auf ihrem Segelschiff mitten auf dem Atlantik. Wenn es denn so ganz weit draußen ist und so ganz, ganz blau, so unheimlich blau, dann ist da irgendwas eingetreten, was wir beide die große blaue Zweisamkeit genannt haben. Man kommt dann wirklich miteinander auf den Punkt. Und es ist keine Ablenkung rundherum, es ist nichts. Und man kommt zu sich selbst. Das Ehepaar aus Oberndorf an der Oste gibt freimütig zu, wir haben einen Wasser- und Schiffstick. Als Zehnjähriger liest Bert Zwei Kinder segeln um Kap Horn. Seit diesem Buch träumt er von der großen Segelreise. Seine Frau dafür zu begeistern, ein Kinderspiel. Sie ist eigentlich verrückter als ich. Also sie wollte auch ganz um die Welt, was mir zu weit war. Ja, das stimmt. Im Sommer 2009 machen die beiden Rentner ihren Traum dann wahr. Mit ihrem Schiff Heimkehr 7 segeln sie 2,5 Jahre auf der Route von Christoph Kolumbus. Von Oberndorf Richtung Kanaren und dann 3 Wochen über den Atlantik in die Karibik. Dann weiter an der Ostküste der USA entlang und wieder zurück über den Ozean. Wir laufen dann mit 4 Stunden Wache, 4 Stunden frei. Das heißt, einer hat immer die Wache. Wir sind also einer immer an Deck und hat den Ausguck. Und der andere muss aber auch funktionieren, der muss dann auch schlafen können. Die Atlantiküberquerungen problemlos. Aber als sie an der Ostküste der USA vor Anker liegen, geraten sie in schwere Stürme. Wir kennen hier in Europa solche Gewitterstürme eigentlich überhaupt nicht. Es ist immer sofort gleich Windstärke 11. Und es sind Regenfälle, wie wir sie auf der ganzen Welt, selbst in den Tropen, noch nie erlebt haben. Also wir sind ins Schiff und haben die Schotten dicht gemacht. Wir hatten sogar ein Fenster offen, das haben wir zugemacht. Und die Rettungsweste an und man kann nur noch warten, was passiert. Glücklich und voller Eindrücke kehren Bert und Marlene dann vergangenen Herbst zurück nach Hause. Schon bald wollen sie wieder in See stechen. Diesmal für ein halbes Jahr durch die Ostsee bis nach Russland. Einmal Fernweh, immer Fernweh. Herr Bert und Marlene Frisch, heute bei meinem Nachmittag vor Anker gegangen. Wenn man sie beide erlebt, sie sind wirklich ein entzückendes Paar, muss ich jetzt mal sagen. Sie fassen sich immer an, gucken sich immer an. Es ist wirklich schön zu erleben. Wenn man sich jetzt vorstellt, so lange Zeit auf so engem Raum an Bord ihres Schiffes, da müsste es doch eigentlich Zoff geben. Gab es aber nicht bei Ihnen, oder? Nee, hatten wir nicht. Also diese eben schon erwähnte blaue Zweisamkeit, die führt dann schon sehr eng zusammen.
Und es sind eben zwei Mann in Anführungsstrichen auf einem Boot. Man muss sich zwangsläufig natürlich verstehen, aber wir hatten damit kein Problem. Aber wenn man dann wirklich dieses unendliche Blau sieht und erlebt, dann kommt man tatsächlich zu einem Punkt. Eine liebe Nachbarin hat gerade ein Zitat gebracht, die Christine, und hat gesagt, der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die Welt. Wir sind zwar nicht ganz um die Welt, aber wir waren auch schon ganz schön bei uns. Aber ein bisschen was ist schon dran. Und man hat jetzt den Eindruck, nachdem Sie eben die Bilder wieder gesehen haben, sind Sie auch schon wieder etwas gerührt davon. Ne? Das bewegt Sie nach wie vor. Jo. Sie haben hier was auf dem Tisch liegen, einen Lebensretter. Ich nehme das mal gerade in die Hand. Das Funkgerät haben Sie an Bord immer jeweils bei sich, damit, falls einer mal über Bord geht oder so? Ne? Ja, wir tragen das tatsächlich Tag und Nacht. Ja. Und das ist die größte Gefahr, denke ich, der wir ausgesetzt sind bei solchen Sachen, ist über Bord gehen und insbesondere nachts oder wenn der andere schläft. So kann derjenige, der am Wasser ist, dann auch sagen, erstmal Alarm schlagen und zweitens mal auch dann beim Suchen sagen, ein bisschen weiter rechts. Und das hat Leben gerettet. Ja, das ist wahr, ja. Wir haben in der Nähe von New York vor Anker gelegen, in einer stürmischen Nacht, Windstärke 8 und mieses Wetter, stockdunkel. Und Leni hörte ein komisches Geräusch, das sich dann als Help Help herausstellte. Eine Yacht trieb vorbei, ein Mann im Abstand hinterher. Und wir haben solche Situationen geübt. Ich habe dann die Funkgeschichte gemacht mit der Coast Guard und der Alarm geschlagen. Und Leni hat dann das Beiboot ins Wasser gebracht und mich dann mit dem Funkgerät und Scheinwerfer zu dem Mann geführt, um ihn zu fischen. Die haben das Leben gerettet, ja, sie beide dann. Ja. Das ist wohl so, ja. Leni ist Marlene, ne? Ja, klar. Damit wir uns richtig verstehen. Marlene, Sie waren ja auch auf Bermuda. Von Bermuda oder vom Bermuda-Dreieck hört man ja immer schlimme Geschichten, dass es da sehr gefährlich ist. Wie war es da für Sie? Bermuda war der schönste Platz unserer Reise. Wir haben also keine kritischen Situationen erlebt, als wir Bermuda anliefen. Wir kamen von Charleston, South Carolina aus den USA und sind eigentlich hohen Gemutes da auch drauf zugelaufen und keine Angst keine gehabt. Gedanken an Bermuda-Dreieck, nein. Ist das nur sind das irgendwelche Märchen, die erzählt werden? Also. Na, wir haben schon zwei, drei Yachten dann gehabt, die schon erzählten, dass die Technik nicht ganz so richtig funktioniert hat, wie sie sollte. Also Zufall? Das keine weiß man Ahnung. Nicht. Aber Sie haben auch Schönes erlebt auf Bermuda, ne? Ja, haben die wir. Leute. Ja, die Leute sind also Bermuda hat Menschen, wie wir sie sonst nur aus unserem Dorf, aus Oberndorf an der Oste kennen. Alle sind unheimlich freundlich. Und wir saßen da im Bus, einen großen Linienbus, ganz vorne in der ersten Reihe. Und jeder Passagier bedankt sich bei dem Fahrer dafür. Vielen Dank, dass du mich heute gefahren hast. Toll. Und schön gut, schön feiern. Das ist toll. Das ist also schön. Jetzt noch mal eine Frage an Marlene. Bert, der schnackt ja doch ein bisschen mehr als Sie. Gibt es trotzdem an Bord eine gewisse Aufgabenverteilung? Ja, Bert ist der Koch und ich mache die Technik. Guck. Wir teilen uns das so ein bisschen auf. Ich darf zwar Frühstück machen, aber sonst habe ich eigentlich in seiner Pantry nichts zu suchen. Er sagt immer, Frauen bringen Unordnung oder was bringen wir? Frauen bringen die Küche immer so in Unordnung. Ja, da steckt doch jeder aus. Ja. Genau. Diese Aufgabenverteilung, das haben Sie ganz richtig gemacht. Jetzt sehen wir gerade die Bilder, ja, wie es dann doch auch mal mit der Dünung ein bisschen zur Sache geht. Und einmal mussten Sie in so einer Situation dann das Segel noch reparieren. Da wurde es richtig haarig, oder? Als es ganz schöner Wellengang war. Ja, da war immerhin eine Dünung von 6 Metern ungefähr. Und da ist also oben ein Schäkel gebrochen, die wichtigsten Segel, die Passatsegel, dann unbrauchbar gemacht hat. Und wir brauchten mehrere Tage, bis wir erstens die Segel da runterkriegen konnten und die Sache reparieren. Wir haben auch eine große Nähmaschine an Bord. Das ist aber wieder rollenmäßig. Das ist in Ordnung. Ja, ne? Die Rollenverteilung Nähmaschine stimmt. Kann ich nicht. Und wir haben es nach ein paar Tagen wieder hingekriegt und sind weiter gesegelt. Also, wir mussten allerdings 4 Tage motoren. Wir wollen ja auch vor allem Ihre schönen Erlebnisse teilen. Und da gab es einmal, ich sag mal, das Catering direkt an der Reling Ihrer Heimkehr, Ihres Schiffchens. Wo war das und was ist da genau gewesen? Das waren die Boat Boys. Ja, man hat ja früher gesagt, mit den Boat Boys muss man aufpassen. Und wenn man denen nichts abkauft, dann werden die aggressiv. Alles dummes Zeug. Das ist genau wie in Norddeutschland. Ein bisschen schnacken und dann hat man auch nie ein Problem. Und hier auf den Bildern kaufen wir gerade einen Mahi-Mahi. Wir haben auch welche selbst gefangen, aber da nur gerade nicht. Ein ganz, ganz leckerer Fisch. Ja. Und was für einer ist das? Also, Mahi Mahi heißt eigentlich Dolphin und ist aber, weil die Amerikaner Angst hatten, dass sie Flipper essen, haben sie den hawaiianischen Marmen wieder herausgegraben und der hieß Mahi Mahi. Und das schmeckt ja auch besser, wenn man weiß, dass es doch kein Delfin ist. Das will ich meinen, ja. Natürlich. Delfine gab es aber auf der Tour auch. Wollen wir dem auch mal eben angucken? Ja, das war doch auch ein ganz bewegendes Ereignis, richtig? Oh, ja.
Sind die einfach vor dem, wie es hier aussieht, vom Schiffchen her geschwommen oder wie war das? Die scheinen das Schiff zu ziehen. Ja. Und die hören nicht auf, diesen Spaß zu machen. Die spielen da, die machen dummes Zeug. Dieser eine zum Beispiel, da ein notorischer Rückenschwimmer. Und gucken auch immer noch mal hoch, ob dann auch noch Publikum da ist. Und wir beide sind da völlig fasziniert. Also Leni, ja, kann da stundenlang an der Reling stehen und gucken und klatschen. Und dann kommen sie immer wieder. Ja. Und es ist einfach nur ein ganz tolles Erlebnis. Wir könnten Ihnen stundenlang zuhören. Jetzt steht aber schon die nächste Reise vor der Tür. Wo geht's genau hin? Wir wollen also in die Ostsee, ganz nach Osten, haben wir gesagt. Also Russland haben wir uns allerdings dann doch verkniffen. Da braucht man Visum, das ist ein bisschen komplizierter. Also bis Helsinki ist die Idee. Und ja, dann über eben Finnland, dann Schweden durch den Götakanal. Und wieder zurück nach Hause zum Herbst hin. Gut, schon alles vorbereitet. Wir sind ja unterwegs schon. Wir sind ja schon eine Woche unterwegs. Extra für uns noch mal kurz einen Extra noch mal einen Stopp gemacht. Das genau. Wissen wir natürlich zu schätzen. Das ist toll. Dann wollen wir das richtig ausnutzen, dass Sie da sind, wenn wir dürfen, oder? Ja, und spielen jetzt unser Nachmittag-Quiz mit Ihnen. Okay. So, und jetzt finde ich gerade die Karte nicht. Hast du die mal greifbar, Janet? Ja, ich würde sie ja gerne der Marlene reichen, habe sie aber hier gerade nicht. Doch hier, das kann ich Ihnen geben. Da steht nämlich die Frage noch mal drauf. Unsere heutige Quizfrage. Wie viele Weltmeere gibt es? A, 2, B, 5, C, 7 oder D, 9? Dankeschön. Das klingt so ein bisschen wie die Koordinaten vom Schiffe versenken. Wir dürfen nicht vorsagen. Nein, auf keinen Fall. Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an. 01375 95 4000 ist Ihre Nummer zum Glück. Wenn Sie durchgekommen sind und zufällig auch noch die richtige Antwort sagen, bekommen Sie unser Mein Nachmittag Genießerpaket. Und das sieht so aus. Schürze und Tassen natürlich inklusive, außerdem Leckereien. Und in dieser Woche noch für Sie, ich glaube nächste Woche eventuell auch noch, 2 Eintrittskarten für das große Sommerfest im Mein Nachmittag Garten in Ellerhoop mit tollen Gästen, unter anderem kommen Judith und Mel. Ja, und all diejenigen, die vielleicht dann doch nicht durchgekommen sind, nicht traurig sein. Sie haben heute die große Chance auf unseren Wochenpreis. Das ist diese Digitalkamera. Die wird dann nachher noch mal über den Tisch gehen. Also das losen wir dann noch mal unter allen Anrufern der Woche aus. Und der Gewinner bekommt dann diese Digitalkamera. Und wir sind ganz froh, dass unsere beiden Segler, Bert und Marlene Frisch, heute zu uns gekommen sind. Einmal, weil die Tour eigentlich schon angefangen hat. Andererseits, weil im Moment ja ein Event ist, wo man die Segler vermutet auf der Kieler Woche. Da zieht es Sie jetzt gar nicht so hin? Naja, also wir werden schon morgen da sein, denn wir wollen morgen früh von Rendsburg auslaufen nach Kiel. Okay. Werden also dann wohl die Windjammerparade leben, vielleicht können wir uns da durchschummeln. Und das große Feuerwerk, von dem ich gehört habe, also Kieler Woche ist schon eine große Sache, aber wir sind nun nicht deswegen hergefahren. Mhm. Aber nutzen Sie natürlich aus. Und für alle Nichtsegler und Segler ist die Kieler Woche tatsächlich ein riesengroßes Fest. Also auch für Landkarten wird so einiges geboten. Schauen Sie mal, wir haben noch mal ein paar Bilder für Sie vorbereitet. Zum Beispiel das Programm auf der NDR-Bühne. Ab 18 Uhr singt zum Beispiel Stefan Gwildes. Dann ab 20.45 Uhr heute das Public Viewing, das Spiel Deutschland-Griechenland. Und am Sonnabend dann der Höhepunkt. Um 11 Uhr startet die große Windjammerparade. 120 Segler sind in diesem Jahr dabei und die Heimkehr, vielleicht sieht man die dann ja auch mal fotografieren. Wir wünschen Ihnen was unseren Gästen. Wie sagt man allzeit, eine Handbreit Wasser unterm Kiel? Das ist in Ordnung. Machen Sie einen tollen Turn und kommen Sie wieder zu uns und erzählen Sie uns davon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne. Toll.